Willkommen zurück bei The Evil Within 2. Wir müssen uns jetzt auf die Suche nach Myra machen und somit natürlich auch auf die Suche nach der Tochter von Sebastian, also nach Lilly. Das sieht mir alles sehr, sehr komisch aus hier. Myra hat das Ganze hier in eine Marshmallow-Gegend verwandelt. Na, hoffentlich hast du dir nicht wehgetan, Basti. Verdammt! Myra, wo bist du nur? Die werden wir schon finden, keine Panik. Die hat hier irgendwie die Untoten versteinert. So sieht's auf jeden Fall aus. Ah ja, da vorne blinkt schon mal was. Da ist Munition und hier vorne liegt auch einiges rum. Bisschen Schießpulver mitnehmen. Ein wenig Rauchpulver. Ich kann ja mal die Lampe anmachen. Ach so, hier kommen wir durch. Was ist das? Hier ist ja überall Rauch. Myra? Es ist vorbei. Holen wir Lilly und verschwinden wir, bevor wir für immer hier festsitzen. Wir bekommen unsere Familie zurück. Bitte. Ich weiß, du bist noch da drin. Hör auf! Verdammt! Du musst mir zuhören! Myra, was ist los? Kämpf dagegen an! Ich kann nicht. Ich muss Lilly beschützen. Das hast du schon, Myra. Stefano kann ihr nichts antun. Und Theodore auch nicht. Sie sind tot. Ja. Gut. Geh. Sebastian, sofort. Verschwinde. Nein, ich lasse dich und Lilly hier nicht zurück. Myra! Scheiße. Was hat sie nur vor? Folge Myra durch die Überreste von Union. Ach Sebastian, dass du auch immer fluchen musst. Erlebst du doch von mir auch nicht. So eine verdammte Scheiße. Okay, wir werden erstmal die Waffe nachladen. Nee, können wir gar nicht. Wir sind voll, aber wir sollten eigentlich noch vielleicht irgendwo eine Tasche finden. Mal schauen, ob uns das auch gelingt. Ohoho, ein Spiegellein. Hochwertige Waffenteile, immer gerne mitnehmen. Was haben wir denn jetzt eigentlich alles? Sehr gut, wir haben fast 9000 Gel, hochwertige Waffenteile. Hm, nee, lohnt sich nie so wirklich. Ich gehe erstmal ein Stückchen weiter. Sollten wir noch irgendwie was finden oder eine Menge Gel bekommen, dann kann ich ja nochmal zurück zum Spiegel. Aha,
Was haben wir da hinten? Guck mal einer an. Jetzt kommen wir hier durch. Na ja gut. Immerhin ein paar Waffenteile. Aber so wirklich viel war das auch nicht. Nochmal Munition. Und hier ist wahrscheinlich eine Spritze drin. Ne, da ist nochmal Munition. Mhm. So, dann verfolgen wir mal Myra. Oder gibt es hier vorne noch einen Weg, der weiter runterführt? Ne, sieht nicht danach aus. Das ist auch wieder irgendein Teil von Union. Ihr seht ja selber, dass diese ganze Welt hier aus den Angeln bricht. Überall schweben hier irgendwelche Ruinenteile umher. Myra! Ah ja, uns erwartet mal wieder ein Arena-Kampf. Ich muss diese Dinger loswerden. Vielleicht schaffe ich es dann. Naja, komm, Sebastian. Den Jungs können wir uns ruhig mal stellen. Besiege die Gegner und folge Myra. Machen wir. Die droppen immer nur 300 Gel. Hier vorne haben wir noch ein paar Kräuterli. Da drin befindet sich auch noch was. Da hinten ist auch noch ein Pilot. Aber ich sollte mal die Pistole nachladen. Ich glaube, dann kann ich die Munition auch wieder mitnehmen. Alles voll. Wir können nichts mehr mitnehmen. Und ich wette, die Harpunen, die hier vorne im Auto stecken, können wir auch nicht mitnehmen. Ja, hab ich mir schon gedacht. Und er hat nur noch einen halben Kopf und er lebt trotzdem noch. Aber er weiß gar nicht, woher das kam. Okay. Hoffentlich ist sie noch in der Nähe. Wahrscheinlich, Basti. Ganz wahrscheinlich. Nee, warte mal. Wir können nur noch zwei Schuss mitnehmen. Genau. So, hier vorne scheinen wir alles abgecheckt zu haben. Dann geht's jetzt hier weiter. Myra, hör auf! Noch mehr? Dafür habe ich keine Zeit. Wieso? Was hast du noch vor? Sebastian. Der war aber dicht dran. Der war aber dicht dran. Okay, das ist ein Schläger. Das sind hier irgendwie alle Schläger. Genau, zack, erstmal eine Pulle Suff in die Fresse geschlagen. So muss das laufen. Hier schieße ich erstmal das Gesicht weg. Und hier schieße ich auch mal gleich das Gesicht weg. Ach, den kennen wir doch schon. Ey, Kollege.
Jetzt ist aber dein Kopf weg. Schnell noch ein paar Patronen nachfüllen. Die Jungs sind ja hier echt wild. Dass die uns immer gleich schlagen müssen. Gibt es hier noch irgendwas Brauchbares? Nee. Schade. Ah, hier liegt noch Schießpulver. Ach nee, das ist ja die eine Flasche. Hier vorne war aber noch Gel. Ein Erste-Hilfe-Koffer. Oh ja. Nutze ich erstmal gleich, dann sind wir wieder voll, dann können wir den hier wieder mitnehmen. Ist natürlich blöd, dass wir immer nur wirklich einen Erste-Hilfe-Koffer mitnehmen können. So zwei, drei Stück, das hätte schon was. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Ho, 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 was war denn das für ein Geräusch? Ich muss mich hier erstmal gründlich umsehen. Kann sein, dass sich hier vorne noch irgendwo eine Statue befindet. Zur Sicherheit erstmal gleich die Explosivbolzen nachladen. Aber ich glaube, so lange geht das Spiel jetzt auch gar nicht mehr. Denn wenn wir jetzt schon Myra verfolgen müssen, sind wir dem Ende sehr nahe, glaube ich. Okay, hier wurde gespeichert. Das verheißt meist nichts Gutes. Da ist sie. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Warte mal. Vielleicht habe ich noch was. Oh, habe ich mich mal wieder selbst mit hochgejagt. Ich trottel. Komm, Sebastian, lauf! Lauf! Darf ich hier mal durch? Ich bin Arzt. Ich habe da hinten noch was zu tun. Oh, scheiße. Ey, das Ding ist ja nervig. Komm, einer geht noch. Oh, scheiße. Aber ich habe es klar gemacht. Erst rein. Bitte lass das den letzten sein. Na, mal abwarten. 10.000 grüner Glibber, den können wir uns bei Gelegenheit mal wieder in die Birne pumpen. Wenn wir dann mal wieder auf den Spiegel treffen. Aber dafür brauchen wir, glaube ich, auch ein bisschen grünes Gel. Ach, Quatsch. Rotes Gel brauchen wir dafür. Aber ihr habt ja gesehen, was die Explosivbolzen eigentlich im Endeffekt an Schaden anrichten. Das kann sich schon echt sehen lassen. Ach so, die kann ich kaputt machen. Na toll. Vier Kartons und nichts drin. Ja, gut, ich könnte jetzt das Ding hier umtreten, aber das hat ja nun keinen Effekt mehr. Ja, hier liegen jetzt überall Schuss rum, aber ich brauche ja keine mehr. Da ist nicht mal was drin, nicht mal Waffenteile. So eine verdammte Scheiße. So, da bin ich runtergekommen. Ich kann nochmal nach hier vorne gucken. Komme ich hier um das Haus rum? Nee, komme ich nicht. Ganz tolle Nummer. Hier auf dem Dach ist auch nichts mehr. Also dieser komische weiße Schleim. Ich weiß gar nicht, was das für ein Vieh war. Wir hatten ja am Anfang des Spiels so ein großes Teil schon mal getroffen. Das bestand auch aus so einem Glibber. Aber das sah mir hier irgendwie anders aus.
Explosivbolzen, schön. Man hätte hier mit dem Riesenteil natürlich auch Katz und Maus spielen können. Also dadurch, dass hier diese Gebäude stehen, hätte man sich gut verstecken können. Myra! Wohin gehst du? Du wirst Lily nicht wehtun. Ihr wehtun? Niemals! Ich liebe sie! Deine Liebe kann sie nicht beschützen. Das kann nur ich. Ich sagte, verschwinde! Sie darf Lily nicht kriegen. Wo zum Geier sind wir jetzt? Hat Myra Union jetzt komplett zerstört? Hier ist ja kein Stein mehr auf dem anderen. Sebastian pfeift auch aus dem letzten Loch. Kapitel 16 im Limbo. Mache dich auf den Weg nach Hause. Okay, dann machen wir das. Der Kommunikator zeigt auch nichts an. Aber das hindert mich ja nicht daran, sich hier mal gründlich umzusehen. Denn das sind immer so eine Stellen, wo es doch noch das ein oder andere Collectible geben könnte. Hier sind auch Fußspuren. Oder jedenfalls irgendwelche Abdrücke. Da hinten müssen wir hin. Weiterer Resonanzpunkt, okay. Sie sind unvorbereitet. Union läuft so reibungslos, dass sie es nicht mehr genau überwachen. Jetzt oder nie. Wir müssen Lily befreien können, bevor sie es mitkriegen. Wenn sie raus ist, sind wir so gut wie unsichtbar. Sind Sie sich da sicher, Theodor? Jemand Hochrangiges wie Sie. Wenn Sie geschnappt werden. Ich habe meinen Entschluss gefasst. Ich kann nicht mehr tatenlos zusehen, wie Sie dieses arme Kind für Ihre Zwecke missbrauchen. Dieser dreckige Mistkerl hatte von Anfang an ganz eigene Pläne.
Ja, ganz genau, das hat er gehabt. Aber ich brauche jetzt auch gar nicht mehr so wirklich den Kommunikator rausholen, denn wenn wir an der richtigen Stelle sind, dann wird automatisch sowas da abgespielt an dem richtigen Kontrollpunkt oder an dem richtigen Resonanzpunkt. Irgendwas ist da vorne. Esmeralda ist in Union und wartet auf Anweisungen. Gehen wir, Myra. Es wird Zeit. Bist du dir sicher, Myra? Sobald du zum Kern wirst, kannst du nicht mehr... Ich weiß, aber wenn ich es nicht tue, spüren sie Lily auf und bringen sie wieder zurück. Das kann ich nicht zulassen. Versprich mir nur, Lily zu Sebastian zu bringen, wenn alles vorbei ist. Versprochen, Myra. Lebewohl. Myra hatte vor, zum Kern zu werden? Warum? Na, wahrscheinlich, Sebastian, ist das die einzige Möglichkeit gewesen, Lily irgendwie zu retten. Jedenfalls hatte Myra das so gedacht. Da vorne muss es noch irgendwas geben. Begann zusammenzubrechen. Und wie Sebastian auch schon gesagt hat, ja, dieser Theodor hat natürlich seine eigenen Pläne verfolgt. Und ich kann hier nichts mehr mitnehmen. Aber hier vorne ist noch eine Tasche. Ich drücke mir mal eine Spritze rein. Dann kann ich die hier nämlich wieder aufnehmen. Wir sind jetzt bei Sebastian wieder im Büro, aber das Büro hat natürlich ein riesengroßes Fenster jetzt. Hier sehen wir auch die Collectibles. Eins fehlt noch. Ja, rotes Gel habe ich nicht und somit kann ich auch nichts wirklich verbessern. Und die Waffenteile, ja gut, nee. Da kann ich jetzt wirklich, glaube ich, nichts mehr mitmachen. Aber obwohl, da hinten ist ja noch rotes Gel. Da muss ich mal schauen, was kann ich denn noch machen? Hier liegt natürlich noch allerhand Kram rum. Die kleine Katze ist hier auch. Die hält ein Nickerchen, okay. Mal schauen, was ich noch verbessern kann. Flammengas könnte ich mir herstellen, ja. Mache ich jetzt auch mal, wir haben's, ja. Mehr wie zwei Explosivbolzen kann ich mir leider nicht herstellen. Ah, Mist. Ich glaube, da fehlen uns nur ein paar Waffenteile. Ja. Schade. 135 Waffenteile fehlen uns. Ich lasse das erstmal. Ich möchte sagen, ich habe noch einen Leichenschrankschlüssel. Mal schauen, was in einem der Schließfächer sich noch befinden könnte. Willkommen zurück, Detective. Ja, ganz toll. Wir sind gerade im Limbo und versuchen, unsere Frau zu finden und somit unsere Tochter zu retten. Was hast du so getan in der Zeit? Ich quatsche sie jetzt einfach mal an. Dies ist leider das letzte Mal, dass ich Ihnen helfen kann. Ich fühle, wie das Ende naht. Sie waren die ganze Zeit für mich da. Beide Male. Vielleicht bin ich auch schon länger bei Ihnen. Wie meinen Sie das? Wer sind Sie? Ich bin, wer ich immer war und immer sein werde. Sie wenden sich an mich, wenn sie innere Stärke suchen. Und sie brauchen mich jetzt mehr denn je. Und wenn das alles vorbei ist? Wenn alles vorbei ist, brauchen sie mich nicht mehr. Weil alles vorbei ist? Oder weil ich dann tot bin?
Die Antwort ist so oder so dieselbe. Und jetzt machen wir sie startklar. Naja, Tatjana, wenn du das sagst. So, einen Schlüssel habe ich ja noch. Explosivbolzen. Drei Schließfächer könnten wir noch öffnen, aber wie ich bereits erwähnt habe, dazu fehlen uns noch die Schlüssel. Und diese Schlüssel kriegen wir natürlich auch nur am Schießstand. Ich kann mir gar nichts mitnehmen. Hier liegt zwar allerhand noch rum, aber ich kann davon nichts mitnehmen. Ich muss mal gucken, was ich noch mit dem Gel verbessern kann. Drei Sachen haben wir voll. Bei List, ja, ich glaube, ich könnte Raubtier machen, wa? Bei Kampf, ich weiß nicht. Synaptischer Fokus kostet 75.000, Kugelhagel 21.000. 20.000, 21.000 habe ich ja. Obwohl, das klingt eigentlich ganz gut. Eine begrenzte Zeit lang steigt der Schaden durch Feuerwaffen mit jedem weiteren Schuss. Der Effekt endet, wenn entweder die Zeit abgelaufen ist oder die Munition ausgeht. Naja, wenn der Schaden immer steigt, dann machen wir das mal. Das war's dann auch. So wie es ausschaut, habe ich auch irgendwie eine Tasche verpasst. Also diese eine Tasche für die 60 Pistolenmunition, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt hier im Büro irgendwo rumliegt. Es sei denn, die befindet sich da hinten dann in dem Haus von Sebastian, aber glaube ich eher weniger. Wir können auch gar nicht mehr zum Schießstand gehen, das ist natürlich schade. Das hätte ich jetzt gerne nochmal probiert. Ist natürlich blöd. Ich kann mich ja da draußen nochmal umgucken. Habe ich irgendwas vergessen? Da müssen wir jetzt hoch. Aber schade, diese eine Tasche hätte ich gerne gehabt. Ich frage mich gerade, wo ich die hätte liegen lassen. Meiner Meinung nach habe ich mich eigentlich immer relativ gut umgesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt hier vorne noch irgendwas gibt. Nee, wir haben wirklich die letzte Tasche irgendwie vergeigt. Schade. Ist wirklich schade. Hier haben wir nochmal die ehemaligen Mobius-Agenten, die nicht mehr am Leben sind. O'Neill hatte sich ja in diesen einen Typen da verwandelt, der nachher mit dem Flammenwerfer rumgerannt ist. Der stand ja unter der Kontrolle von Pater Theodor. Hoffman ist auch leider verstorben, um uns zu retten. Das war kurz bevor wir in diese Festung von dem Theodor reingegangen sind. Bei Sykes ist ein Fragezeichen. Mal gucken, was jetzt kommt, wenn ich da X drücke. Ich hab doch gesagt, Sie sollen damit vorsichtig sein, Sykes. Hoffentlich haben Sie es geschafft. Okay. Sebastian erzählt dazu immer noch was. Dann mache ich das mal bei allen. Ich werde Ihr Opfer nie vergessen, Hoffman. Ich wollte ihn nicht töten. Aber Theodor hat mir keine Wahl gelassen. Das waren jetzt so die drei Hauptprotagonisten, mit denen wir auch mehr oder weniger immer so eine Nebenmission hatten in Union. Und die anderen, ja, die haben wir eigentlich lebend gar nicht getroffen, meines Erachtens. Immer an der Front zu kämpfen, ist gefährlich. Wenigstens ist er nicht kampflos gestorben. Ohne ihn wäre der Stabilisierungsemitter noch immer aus. Riesiges rotes X. Das nenne ich Kunst. Ganz genau, Sebastian. Habe ich auch gerade gedacht. Naja gut, da da hinten ja schon das Haus ist und wer weiß, wie lange der letzte Kampf geht oder was alles noch kommt, würde ich erstmal sagen, wir beenden diese Folge an dieser Stelle und dann geht es in der nächsten Folge auch auf zum letzten Showdown und das wird wahrscheinlich dann auch eine etwas längere Folge gehen. Das werde ich dann alles in diese Folge packen. Ich denke jedenfalls, dass es da das Ende denn sein wird, aber gut, lassen wir uns überraschen. Ich hoffe, euch hat diese kleine, etwas kürzere Folge für meine Verhältnisse gefallen.
und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zugucken, könnt mich gerne abonnieren, das Video kommentieren oder vielleicht sogar eine Bewertung dalassen, darüber werde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge und das ist dann natürlich auch die letzte Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann heißt es auch wieder Let's Play The Evil Within 2.